Wenn ihr mal Gäste, Freunde, Bekannte oder Verwandte zum Essen eingeladen habt, empfehle ich euch mal eine neue Pizza-Variante, nämlich die Fleischballpizza. Ich garantiere euch, das wird ein Highlight und ein Hingucker. Wie ihr die Fleischballpizza nachmachen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten lasse ich hier wieder nur durchlaufen. Ihr könnt aber alle Zutaten unter diesem Video nachlesen. Und dann beginnen wir mal. Für die Fleischklopse werden die Zwiebeln erstmal in einem Gemüseschneider fein püriert. Für 6 Fleischballpizzas benötigt ihr 700 Gramm Hackfleisch halb und halb. Aus dem Hackfleisch, den Zwiebeln und die weiteren Zutaten für die Hackfleischbälle wird jetzt eine Hackfleischmasse gemacht, die wie für Frikadellen ist. Dann wird eine 6er Muffinform eingeölt. Aus Hackfleischmasse werden jetzt Hackfleischbällchen geformt, die jeweils 130 Gramm haben und die kommen dann in die einzelnen Muffinteile. Die Fleischbällchen werden dann bei 180 Grad Umluft 35 Minuten im Ofen gebacken. Wenn die Fleischbällchen fertig sind, werden sie in ein anderes Gefäß umgesetzt, weil wir ja die Muffinform gleich nochmal brauchen. Jetzt ist die Soße dran. Dafür nehmt ihr die geschälten und gehackten Tomaten und füllt sie in einen kleinen Topf. Alle Gewürze hinzu, kurz aufkochen lassen und mit dem Pürierstab fein pürieren. Dann erstmal beiseite stellen. Der Pizzateig wird jetzt zur Hälfte ausgerollt und wie hier gezeigt, als Pizzaboden der Muffinform angepasst. Und jetzt zeige ich euch, warum ihr zwei gleiche 6er Muffinformen verwenden solltet. Zunächst wird der Pizzaboden mit Öl eingepinselt. Aber wie gesagt, der Pizzaboden muss natürlich jetzt auch noch unten auf den Boden der Muffinform. Und das geschieht so. Ihr könnt mir glauben, jeder andere Versuch, den Pizzateig auf den Muffinboden zu bekommen, war nur von, naja, mäßigem Erfolg gekrönt und meistens ging es sogar eher schief und war zumindest längst nicht so gleichmäßig wie hier. Und dann geht alles relativ schnell. Soße in die Muffinform, die Fleischbällchen einsetzen und Käse obendrauf. Aus der zweiten Hälfte des Pizzateigs wird jetzt der Deckel geformt. Auch der Deckel wird nochmal eingeölt und mit einem Pizzaschneider werden die Muffins in 6 Teile geteilt. Dann werden die Fleischbällchenpizza mit dem überlappenden Teig gut verschlossen. Ganz obendrauf wird noch ein bisschen Oregano verteilt und dann kommt die Muffinform in den Ofen bei 220 Grad Umluft für 20 Minuten. Und so sieht das Ganze dann fertig gebacken aus. Etwas abkühlen lassen, damit sie besser aus der Form genommen werden können und dann kann angerichtet werden. Sie sind wunderbar fluffig und sehen von innen dann so aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und guten Appetit. Pizza ist international und weitere internationale Rezepte von mir findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.